Dr. Freeman, I presume. We better hurry. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Okay. So cool. Okay. Alex ist so fucking cool. Die einfach alle platt gemacht. Wie hat sie die platt gemacht? Weil sie cool ist. Mit ihrem Coolheit. To him that you might not have a map. Ja. Das war mega knapp, sie wäre fast in zwei geteilt worden. Aber sie ist so cool, sie braucht es. Ich glaube, die haben keinen Sicherheitsstopp. I'm sure you don't remember me, though. Yeah. Man, a few words, aren't you? Vielleicht bin ich ja stumm. Daran schon mal jemand gedacht. Remember him from Black Mesa? Your old administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Through here. More like Dr. Mean. Ich war da drohen. Oh Gott. Ich erschreck mich immer. Ja, ist ungewöhnlich, ne? Heute solche Ladebildschirme. Oder Ladebildschirme sind es ja nicht. Funny, you showing up Red on Letter Day. Particular. Stand beim Eingangsding auch irgend sowas da? Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie das klingt, wie das heißt. Also ich weiß nicht, ob es da stand, es hat auf jeden Fall auch einen Namen. Okay. We've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today we're finally on the verge of having a better way. Cool, cool. Genau, weil sie haben natürlich eine kleine Rebellenaktion am Laufen. Natürlich. Dr. Beans Private Reserve übrigens. Cool. Ah. By the way, nice to finally meet you. Ich habe aber wirklich Durst. Bist du total enttäuscht, dass du jetzt keinen Trink bekommst. Blast that little... Where did she get to? Lamar! Come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar I'm found there? Okay. Aww. Better I'd suspect Barney of trapping him. Huh. My goodness. Gordon Freeman. Der wie ein kleines Kind sich die Fernseher anguckt. He's wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? Back off, old man. Man, Gordon, you stirred up the hive. Sorry. Mann, Gordon, du hast den Haufen aufgescheucht. Das war, glaube ich. Wieso kannst du das? Robin. Irgendwie sowas. Robin. Du hast die Bienen aufgescheucht. Robin, kann es sein, dass du der Synchronsprecher bist? Ja, genau. Und du deswegen das so gut auswendig kannst? Und es ist dir einfach peinlich? Das wird sehr, sehr oft auf Deutsch gespielt, aber... There's nothing to be nervous about. We've made major strides since then. Major strides. What? Okay, auch dieser... Zähler durchläuft das ganz gut. Wir haben gerade zwei Charaktere gleichzeitig gesprochen. Das passiert so selten. Ja. Das passiert dann vor allem immer so. Geh mal zu dir hin. Mit so einer. Drück mal E am Fernseher. Ein zweimal. Geh mal näher. Da. Hast du gesehen? Noch. Und weg. Es stand gerade der G-Man. Chicken! Oder. Nee. Kein. Oh Gott. Certainly not. Never fear, Gordon. She's de-beaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head. Fruitlessly. Get that thing away from me. Here, my pet. Hop up. No, not up there. No, no. Careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fine. It'll be another week before I can coax her out there. Yeah. Tja. Longer if we're lucky. Barney, you're not an animal person. Ist das ein Animal gewesen? Naja. Naja, sah eher aus wie ein Mund mit Beinen. Well, Gordon, go ahead. Slip into your suit now. Yay! Aber ganz kurz, bevor wir das machen, ich hab das gerade erst gestern bei einem Podcast erwähnt, deswegen müssen wir das jetzt mal kurz durchführen. Dreh dich mal ein bisschen weiter nach rechts. Nimm mal diese Hula-Hoop-Figur. Ich glaube, die kann man nicht nehmen. Ich glaube schon. Die wackelt nur. Okay, wackelt dann lauf mal geradeaus da zu dieser Maschine. Rechts welche? Von dir. Welche? CD? Genau, und stell da mal irgendwas rein. Was für die... Ich glaube, es stand schon drin. Achso, stand schon auf der richtigen Seite. Okay.
Dann einfach mal die Maschine benutzen. So cool. Fancy. Ach, geht in beide Richtungen. Okay. Geht's in beide Richtungen? Ja. Ach ja. Tada! Dann kannst du jetzt mal ein Buch auf die andere Seite legen. Es hätte ihm so. Oh, das habe ich noch nie versucht. Es hätte ihm ein Stück jetzt fehlen müssen oder so. Eine andere Pflanze plötzlich. Ah, schade. Aber wenn, wenn du es jetzt machst. Nee, lass mal beide im gleichen. Jetzt geht das Buch weg. Wow! Das Buch ist weg. Das Buch ist weg. What the fuck? Nee, da ist es. Okay, okay. Ich dachte gerade, es ist in den Dimensionen verloren gegangen. Da waren alle unsere Pläne drin, Gordon. Why? So, jetzt mal hinhören. So, kann ich jetzt hin? Ja. Ja. Okay, okay, okay. Oh nein, jetzt muss ich wirklich kämpfen. Well, Gordon, I see so your AGV suit still fits you like a glove. At least the glove parts. Also, ihr nicht seht, er hat eigentlich zugenommen und hier hängt der Bauch so raus. At least the glove parts. Ich wollte gerade sagen, auch da gibt es Theorien wegen, warum das, der ist tatsächlich gewachsen sei in der Zwischenzeit und dann nicht gewachsen. Ach so. Das ist so ein Ding, was voll. Da wird, glaube ich, ein bisschen viel reininterpretiert. Ich glaube, das ist ein Gag. Ich glaube, in dem Spiel wird halt alles überinterpretiert. Ja, ja. Ja, ja. At least get that suit you stuffed for. Warte, ich heb dir das auf. Das hat er wirklich einfach fallen lassen. Ja. Hier. Guck mal da auf das Bild, bevor er daran geht. Auf das? Da links. Da. Da sind so die ganzen Figuren ausgestrichen. Das ist Dr. Breen, der ausgestrichen wurde. Rechts ist Dr. Zweiter von, rechts ist Gordon Freeman. Gordon Freeman ist damit drauf. Oh, er hat sogar gerade gerückt. Oh. Dr. Kleiner, ich will mir hier das Bild angucken. Naja, der zweite von rechts sind wir. Genau. Ja. Okay. Links an der Maschine kannst du deine Rüstung aufladen. Links an dieser Maschine? Da drin. Ja. An der Maschine? Nee, hinter dir. Hinter mir. Achso. Rechts von dir? Rechts von mir? Also rechts links von der Tür gerade durch die. Genau. Gerade durchkommst. Da, die also an der, links, okay. Genau. Wenn du gedrückt hältst. Wofür sind die Charges gut? Das ist halt dein Schild quasi. Rüstung. Ach so. Ja, genau, Schild. Okay, cool. Gordon, why don't you position yourself near the panel over there and wait for my word? Isaac, are you there? Dem hier? Yes, yes, yep. Eli. Bit of a hold up on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning. Ist einfach nur interessant, den zu sagen. That's not who I think it is. Indeed it is. And it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Let's see, the massless field flux should self-limit and I've typed the manifold parameters to see. Gott, das sieht irgendwie eher angsteinflößend aus. Mhm. Die Geräusche sind so toll. Weil es so offen ist, ne? Ja. Ja. That's what you said last time. Hey, about that cat. Initializing in 3, 2, 1. So, fiddlesticks. Oh. What now? Fiddlesticks. Doctor, the plug. Dear me, you're right. Gordon, would you mind plugging us in? Oh. It's right there, Gordon. Excellent. No problemo. You gonna let Gordon throw the switch? Gordon, go right ahead. There here? Ah, there. Very good. Final sequence. Commencing now. I can't look. Sie hat auch ein bisschen Zweifel. Tolles Sounddesign einfach. Und da taucht sie jetzt auf. Jetzt kommt so ein Monster von links. Did it work? Aww. Hey, Doc. Thank goodness. My relief is almost palpable. Stehen die dann auch irgendwo auf der Map rum? Müssten sie. Das, bei dem weiß ich nicht. Ich hab's halt bei Breen gesehen. Ja. Aber logisch gesehen müsste es eigentlich ja auch, ja. Right you are. Speak to you again in a few moments. Okay. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. Yeah. All right, Barney. Yeah. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Eli's. And not a moment too soon. Hallo. Oh Gott, ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte nochmal. Würde ja was sagen, aber ich kann leider nicht sagen. Yeah. Ich schüttel den Kopf. Nein, 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 nein. One. No. I'm Barney.
if you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to project you, Gordon. Bon voyage, and best of luck in your future endeavors. Bon voyage. Final sequence. The hell? What is oh, nein! Lamar! Nibbles! Ach nee, das ist das Gold. Something is drawing him away. What's the meaning of this? Hello. Get me in here. Hey, back. I'm getting him out of there. You can just wade in the field. It will peel you apart. Just lost Gordon. What's going on? Mann, ich hatte meine Zweifel über das Ding. Don't worry, Gordon. There he is. Oh, we're losing it again. All but certain it was Gordon Freeman. Hier, das ist einzige Mal im Spiel, dass du die Kontrolle verlierst. Gerade nicht weg. Ach so. Ich glaube, ich das einzige Mal. Behind you. Shut it down. Shut it down. Gordon, you must get out of here. Run. Yeah. Down out of sight. I'll come find you. What? Ja. Also das Problem ist, dass du halt direkt von so einem Ding. Genau, jetzt wissen sie halt, dass du da bist. Ja. Und weil Green da mit einem komischen... Wie nennen sie die Dinger? Einfach nur Scanner oder so? Die Dinger, haben die einen Namen? Das ist der Scanner, einfach nur Scanner, ja. Oh. Da sehen wir jetzt gleich in wenigen Sekunden noch ein paar mehr von. Oh stimmt, nein, Spoiler! Ja, das ist wirklich Spoiler der nächsten 5 Sekunden gewesen, weil wenn du einfach mal geradeaus guckst, guck mal, wird mal da stehen, guck mal einfach nur nach oben. Hey, Gordon! Hallo. The Citadel's on full alert. I've never seen it lit up like that. Yeah. Das sieht wirklich toll aus. Ja, auch beim ersten Mal nie aufgefallen. Right? They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Klein. Oh, before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. Ihr könntet mir ruhig eine Waffe geben. Also eine richtige. Doch kein Geräusch. Ich hatte in Erinnerung, dass es hier auch so ein Ding ist. Ja, das ist so. Ich finde schön, dass sie implizieren, dass das die gleiche Probe wie ein Black Mesa ist. Ja. Nicht eine Brechstange, sondern genau. Die Brechstange. Ja. Aber kann man mit der das hier jetzt aufbrechstangen? Klar. Ja. Achso, ich hatte okay, gerade. Oh, jetzt müssen wir auch ein bisschen sein. Wenn ich weiter glaube ich. Wow. So cool. Kann man kaputt machen. Das ist toll, wie hier die Musik einsetzt und dann geht's ab. Ich hatte überlegt, den Song abzuspielen in unserem Podcast, aber es gab so viele Möglichkeiten. Ja, ich glaube halt ein Grund, weshalb der Soundtrack von dem Spiel jetzt nicht so im Vordergrund steht, ist, weil er im Spiel nicht im Vordergrund genau. steht. Es war weil, fair immer da. Naja, und es gibt ja auch genug Stellen, wo kein Soundtrack war. Ja. Haben wir ja gerade erlebt, ja. Wie lange es keine Musik gab. Kannst du kaputt machen, alles. Ja. Also Sprint hast du gerade gesehen, ne? Ja. Genau, und das kostet dich halt die Quasi-Ausdauer da, die aber auch recht fix. Genau. Die Sache ist aber, es benutzt alles diese Leiste. Wenn du, ja. wenn du die Taschenlampe mit F benutzt, nimmt das die gleiche, oder doch, ich glaube F, benutzt alles diese Power. Komme ich hier denn überhaupt hin? Ist denn das? Ach, shit. Es wird sich wie ein das Spiel so lenkt. Mhm. Aber vor allem, wie es halt nicht lenkt, aber dann, wie es dann doch das subtil macht. Nice. Lass mich durch. Kannst dich auch ducken mit C oder Steuerung. F ist Flashlight. Puh. You're doing good. Noch. Rootkanal. Wurzelkanal.
Der von den Zähnen? Ja, die sind großer Freund von Wortwitzen. Es gibt halt auch später ein Level, wo Wasser, wo es Wasser gibt und das heißt Water Hazard. Wieso verschwinden die denn hier sofort, die Gegner? What? Sie sind gerade sofort verschwunden, nachdem sie getötet hat. Wie lichten die Crowbar aus? Einfach mit 1? Das genau, einfach drücken und dann, du musst während das noch gelb aufleuchtet, mal links klicken. Mal. Das würde ich gerne eigentlich mal kurz fixen. Das ist ja weird. Ist das irgendwie die deutsche Version oder so? Weil Blut gab es ja trotzdem. Das, ja, wollen wir das mal kurz. Soll ich mal testen? Speichern? Genau, speichern mal kurz und wir sind gleich wieder da, weil das würde viel wegnehmen. Ja, ja, ja. So wie wir sehen, liegt da rechts ein toter Kombine. Dani hat keine Gnade walten lassen, die Körper wieder in diese Realität geholt und wieder da. Ja, wir haben durch sämtliche Dimensionen gesprochen. Wir haben ein bisschen was in der INI geändert und nun funktioniert es wieder. Ich vermute mal, dass das irgendein komisches Ding ist mit der deutschen Version, weil Half-Life 2 erschien damals unzensiert, aber die Orange Box, wo Half-Life 2 dann ja auch dabei bin, war wiederum zensiert. Und zwar extrem, die Gegner-Körper sind verschwunden, das Blut war grau und ich glaube, das wurde damals mit dem Versuch gemacht, eine FSK 16 zu bekommen, sodass die Zensuren getätigt wurden, bevor man das abgegeben hat. Ach so. Und dann hat es trotzdem eine 18er bekommen. Oh, schön. Aber das weiß ich nicht hundertprozentig. FS-Taschenlampe. Ah ja, stimmt, haben wir ja vorhin schon bekommen. Genau, ich weiß jetzt noch nicht, wir haben noch nicht geschossen auf Gegner, deswegen muss man sehen, ob das mit dem Blutsplitter auch genauso alles funktioniert, aber das können wir jetzt ausprobieren. Ja, eigentlich sollte die Wand... Bleibt nicht an der Wand. Ach, schade, das sieht so toll aus. Kann jetzt aber auch Pech gewesen sein gerade. Ja, weiß ich nicht. Es hat richtig cool, das echt aus... Also nicht so also einfach... Naja, das Trefferfeedback ist dadurch halt super. Der Wand... Weil normalerweise, Dani, bleibt das Blut auch so an der Wand kleben, okay. Weißt du? Das riecht richtig cool aus. Naja. Kann ich Waffen noch wegstecken? Oh, nee. Gott, besser jetzt nicht. Ja, ein Shooter. Dreck doll. Das war so großartig. Der Emo irgendwie gedroppt? Kannst du zu ihr? Achso, ich mach schon. Tauben! Mats würde sich sehr freuen, wenn er hier wäre. Mats würde bestimmt drauf schießen. Und das auch, ja. Oh, guck dir all diese Scanner an. Hammer. Wie soll ich denn da entkommen? Hä? Was machst du? Das war vielleicht nicht das Klügste, was ich hier gemacht habe. Oh, ein brennendes Fass. Ich kann nochmal zurückgehen und nochmal meine Hilfe auffüllen. Kann sein, dass das geht. Weiß ich aber gar nicht, ob die... Nee. Achso, okay. Dude, what are you doing? Du humpelst zurück. Moment. Brennend. Ich rette die Welt gleich. So. Ja, weil Auto... Auto-Heal gibt's nicht. Das heißt, also hier gibt's auch Quick-Save. Dammit, mehr geht waren nicht. Waren die F5? Das ist F6, glaube ich. F6 ist Quick-Save? Ja. Okay. F5 ist Screenshot. Okay. Aber das Ding ist halt, ne, du kannst auch mit 5 Leben Quick-Saven. Und dann musst du halt mit 5 Leben den Rest machen. Okay, es war vielleicht nicht das Klügste, was ich hier gemacht habe. Ja, aber das sind Erfahrungen, die muss man einmal machen. Ich liebe diese Pistole, muss ich sagen. Ich mag die auch sehr gerne. Fühlt sich so toll an. Der kann auch so mega schnell schießen. Ja. Das Geräusch ist einzigartig. So. Das gilt eigentlich für fast jede Waffe. Die ist jetzt nicht sehr schwach oder so? Nee, Headshots sind da very effective mit. Wie kann man das nicht aufmachen? Okay. Hä? Ach, hier ist ein. Ja, das ist ein bisschen verwirrend gemacht. Gerade ist ein Zug eingefahren, der da jetzt steht. Okay. Ich finde das ehrlich gesagt total faszinierend, mal zu sehen, wie du als jemand, der das nicht kennt, die das nicht kennt, daran geht. Weil ich kenne jetzt so diesen Weg, den man halt geht. Ja. Und der ist ja natürlich nicht unbedingt immer offensichtlich. Ja. Und die ganze Zeitreise, Nein, das ist ja... Das soll es ja nicht sein, ne? Soll man auf den Zug drauf? Wenn hier jemand sich aufkriegt darüber, dass Dani nicht sofort den richtigen Weg nimmt, dann guckt er oder sie das falsche Let's Play. Unsere Leute sind doch alle so jung, die kennen doch Half-Life 2 gar nicht. Die erleben das jetzt neu mit dir. Also hier kann man nicht durch, ne? Die spielen doch nur Halo und Call of Duty. Ja, noch keine Ahnung. Soll man wirklich auf den Zug drauf, oder? Ja, von denen gibt es wenigstens heute noch neue Teile, ne? Aber muss man da drauf springen? Why, Tom? Why? Frag Valve. Money.
meine nicht, dass ich mich über Halo Call of Duty Secret Service beschweren möchte. Nee, nee. Gerade bei Halo. Halo 5 war ja hervorragend. Wo ist einer? Kann ich da durchschießen? Ja. Die schießen ja auch auf dich. Das ist nicht immer das Gleiche. Wie der da runtergestolpert ist. Goddammit! Die machen auch so tolle Geräusche, wenn sie sterben, weil dieses Radio ausgeht. Ja, so können sie halt ganz ohne Interface dir direkt zeigen, der ist tot. Normalerweise sind mal kleine X'e, die aufleuchten. Stimmt. Schießen immer noch. Das ja, diese Lambda-Symbole heißen immer, hier liegt was in der Nähe. Komm ich ja nicht weiter. Goddammit! Komm ich hier weiter? Ich finde total gut, wie du mit explosiven Fässern umgehst, Dani. Ja, das sind immer Kisten, wo Munition und Health dran ist. Die sind immer so aus. Die hier? Ja. Die kriegst du auch meistens mit einem Schlag kaputt. Bin ein bisschen in Panik. Nee, ist okay. Matzenmodus aktiviert. Guck mal da oben rechts. Oh, guck mal. Dani, mach da was. Dani, wo du? Da kannst du nicht gerade vorbeilaufen. Lass dich. Ach. Yay! Yeah. Yeah. Weg mit dem Luftportieren, ey. Wer einfach nicht mehr da war. Ja. Ach, ich hätte die Flammenwaren da drüben einfach stehen lassen sollen. Dammit. So der genervte Gordon Freeman. Wer stellt die ganze Scheiße hier hin? Ich bin nicht gemacht für sowas. C war kriechen, ne? Nee. Steuerung. Hast du knicken gesagt? Hä? Knien hat sie gesagt. Ach so. Kriechen habe ich gesagt. Das immer eher mit, genau. Yay! Yeah, 99 Health! Oh, Goddammit! So ist so nur als Hinweis so ein Spiel, wo du jetzt nicht jeden umhauen musst. Also, das. Da möchte ich extrem widersprechen. Naja, also. Weil die sind jetzt weg hinter dir. Patrick! Dark Souls! Voll geklappt. Du KI. Was ich mache ist, ich weiß das schon, ich renne um die Ecke und schieße doch auf das Fass und sie explodieren alle. Da kam ein Zug dann.